So, herzlich willkommen, meine Lieben, zurück. Ich starte wieder. Wir mussten das letzte Mal mittendrin pausieren, weil wir einen Angriff kassiert haben, der uns mächtig zurückgeworfen hat. Wir haben Leukas Armee komplett verloren. Jo, bitter. Sehr bitter. Da war wieder mal sehr viel Eigenheiten dabei, aber ich schimpfe jetzt nicht weiter auf das Spiel. Dafür macht es so viel Spaß. Aber es sind immer diese Eigenheiten, bei denen sich das Spiel selbst hilft, die wahrscheinlich ab und zu notwendig sind, um die Kampagne auch ein bisschen rauszuzögern. Mal gucken, wie es weiterläuft. Wir müssen jetzt auf jeden Fall bald mal Armeen auf Rhodos verfrachten, sonst kriegen wir hier Probleme. Mei, die können sogar ihre Plänkelstreitwägen nochmal verbessern, obwohl die eigentlich vernichtet waren. Es ist bitter. Es ist bitter. Und Mysien wird ja genauso ein Scheiß. Die werden Polyok nie einnehmen können, wir können ihnen nicht helfen. Müssen wir dann nochmal erobern. Ich hasse Rückschritte. Ich bin total allergisch gegen Rückschritte. Das macht mich total fertig, sowas. Und besonders, wenn sie halt aus dem Nichts so herbeigerufen wurden, dann krieg ich da wirklich die Krätze. Also, du baust dir so viel auf, du denkst so viel strategisch und aus dem Nichts kommen so Armeen, die so ein bisschen die Regeln brechen, die halt dann urplötzlich mega den Moraleinfluss haben, die auch ohne Held kämpfen können, die Strecken zurücklegen können, die unfassbar groß sind. Ja, es ist halt bitter. Akastos kann es nicht verteidigen. Da brauchen wir jetzt auch keine unnötig langen Lagezeiten, mein Freund. Die zweite Aufnahme wird jetzt ein bisschen schnippischer. Warne ich schon mal vor. Die wird dezent schnippischer, weil ich einfach ein bisschen ange... Aber da muss man durch. Wir nehmen zumindest den Norden ein. Im Süden haben wir noch eine zweite Armee, die jetzt gerade ausgebaut wird. Wir haben durch unsere Niederlagen jetzt auch wieder neue Nahrung dazu bekommen. Ja, bitte. Einfach nur extrem bitte. Wir müssen einen neuen Helden ausbilden. Im Prinzip wahrscheinlich zwei. Oh, es ist so ein... Es ist ein Scheiß. Und ich schwitz. Komm, ja, mach einfach Gefechtsstart. Ein netter Berg, ne? Ja, ich werde jetzt auch keine große Strategie ausfallen. Was soll ich für eine Strategie gegen so eine Übermacht machen? Es war natürlich auch bitter, ne? Falls ihr euch an die letzte Folge erinnern könnt. Ist jetzt schon ein bisschen her. Aber falls ihr euch erinnern könnt, dass die Schleuderer sich zusammenstellen und dadurch dich jeder schießt. Hätten die dauerhaft aus allen Rohren geschossen. Ja. Das ist so, das sind so Fehler im Spiel, die einfach ankäsen. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Das sind Milizkriegsbanden. Das Einzige, was wir hier wirklich machen können, ist, den Feind so weit zu schwächen. Warum rennst du denn so weit vor, Junge? Den Feind so weit zu schwächen, wie wir nur irgendwie können. Es sind mega schwache Nahkämpfer. Was halt krass ist, dass die Armee zur Hälfte aus Riesen besteht. Gebt Acht, ihr verliert an Boden. Das ist doch mal gute News. Das heißt, wir haben jetzt zwei Legionen verloren. Nice. Wird sich Sparta freuen. So.
So. Warum? Warum? Hat niemand gesagt... Ja gut, das ist diese Selbstständigkeit. Die tritt immer wieder ein. Das ist dieses... Sie nennen es ganz gern künstliche Intelligenz. Wenn deine Einheiten machen, was sie wollen und sich dann im Zuge dessen opfern. Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Break Havoc! Wir präsentieren uns hier jetzt noch anständig. Habt ihr gehört? Ich weiß, die Stimmung ist nicht so gut, aber wir präsentieren uns hier jetzt anständig. Na, nein, nein. Jetzt ist eh vorbei, oder? Ey, dieses übertriebene Scheißpack. Ohne Witz. Also Telephos. Telephos, dir schneide ich die Kehle durch. Und mach aus dir. Ey, ich mach aus dir eine Marionette. Ohne Scheiß, aus deiner Leiche. Das kannst du sowas von glauben. Das wird so unangenehm für dich werden. Aber einfach nur, weil du wirklich das größte Stück Scheiße auf der Map bist. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Melanipos es überhaupt erobern kann, weil, so wie ich das Spiel einschätze, wird Polyokni eine... Okay, sie sind ein bisschen geschwächt. Mal gucken. Mal gucken. Weiß niemand, was die treiben. Sinn gibt's auch keinen. Paphlagonia. So. Leukos ist verwundet. Nelo ist verwundet. Poseidon schlägt zu wie ein mächtiger Hengst der Stadt. Das kennen wir auch schon. Ich lese es jetzt nicht nochmal vor, weil ich uns zwider bin. Stinksauer. Stinksauer. Ich darf mich jetzt bloß von meiner Wut nicht treiben lassen. Der Spaß. Ach Gott. Dabei wollen wir doch bloß helfen. Wir wollen doch bloß alle unter einem Banner vereinen. Fokos, du kriegst sogar was geschenkt. Was regst du dich denn so auf? Zwiderwurzen, wofür bist du Krieger geworden? Da, gütiger Gastgeber. Zufriedenheit plus 5 Zufriedenheit, wenn in Garnison. Plus 20 Wachstum in lokaler Provinz. Oder was ist das plus 5? Wie geht es weiter? Oh, Shining Odysseus. Patrol the perimeter. Zurück. Ebenfalls zurück. Wisdom in war. Ich schwitze wie eine Sau. They find my dubious skills of use. Aus dem Nichts stampft diese Armee von Vollspacken mal wieder. Ach, das ist doch so ein Witz. Hau den weg. Menschlichen Opfereimer da. Tschüss.
Stück sind verwundet. Favored or cursed, I know the difference. They will feel abandoned. Your wish was fulfilled. Was will ich mit Aphrodite, Kleines? Was will ich mit Aphrodite? I pledge my loyalty. Gott. Glory beckons. Da braucht man Gebet. Ach, halt doch die Fresse. Du. War is my business. Verlierst jetzt. Okay. Ship moving. Nicht aufhängen. Nein, nicht aufhängen. Dankeschön. Erstmal das Tauschabkommen mit Arta erneuern. I'm sure we can reach an agreement. Ich bin auch sure, dass wir das reachen. Mal gucken, wen haben wir? Abenteurer plus 2 in einem fremden Gebiet. Dieser Held in einer Prinz mit hohem feindlichen Einfluss beendet. In eigenem Gebiet geführt hat, wenn dieser Held eine Runde in einer. Ja, das ist halt ein Problem, ne? Ihr werdet halt einfach in. Die Auswahl ist leider nicht mehr so groß und auch nicht mehr. Oh, doch, da kommen noch ein paar. Spirituell. Nachdem er dann mit einem Tempel beendet hat, Apollon. Ach, da die unteren zwei nicht passieren werden. Ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Ein weiterer Nachkomme des Zeus. Raserei. Okay, weniger Ausdauer, aber da, okay, was ist das? Rüstungsdurchdringender Schaden. Oh. Ah, ich mache aber Raserei. So wie der mörderische Ares mein Zeuge ist, werde ich euch alle sterben sehen, ehe meine Wut gestillt ist. So, und der Weg des Ares oder eben Segen der Hebe. Ich gehe da aber auf Ares. Täuscht euch nicht, hier geht es um Krieg. Restlosen Krieg. Ich glaube, dass da rastlos besser passt, aber das ist ja nur meine Meinung. So. We will go down in history. Drei Einheiten haben wir da unten. Sollen wir da noch eine vierte ausheben? Sollen wir noch einen vierten Helden da unten rekrutieren? Oder brauchen wir Hilfe auf unseren Inseln? Aber auf den Inseln können wir ja gar nichts ausbilden. Well-versed in combat. Also so gar nichts, gar nichts. Hold nothing back. Strike them down. Das überlege ich mir noch. Ah, Myrinia steht noch. Okay, sehr schön. Das überlege ich mir noch hier. Aber dann ist. Wir haben hier oben noch keine so großen Probleme, oder? Beziehungsweise.
Wen haben wir da noch bekommen? Andächtig. Plus eins Zeus, das ist gut. In einer Region, okay, nach dem Verlust einer... Oh, das ist hart. Wachposten. Eine Runde in einer Region und Lagerstellung, nachdem dieser Held ein Gefecht als Verteidiger gewonnen hat, nachdem dieser Held in einer Runde Eilmarschstellung. Nicht optimal. Wie lange brauchst du? Wie lange ist der verwundet? 4 Runden. You can count on me. Understood. Your path to victory. Okay, ich weiß nicht ganz, was das bedeutet, aber es klingt geil. Wir brauchen Gold. Sparta. I'm sure we can reach an agreement. Sparta, ich brauche deine ganze Dreckskohle. Dankeschön. Das könnte öfter so laufen. Ich will auch deine Dreckskohle. Sagen wir mal für 200 Bronze, oder? 210. 200. Irgendjemand von uns muss ja Krieg führen. We can take them. As you command. So. Da hinten gibt's kleine einäugige Zyklopen zu holen, okay? His Lord. Du bleibst erstmal hier. Siris. Agenon. Always with honor. Sir ist die Hauptstadt, oder? Ja. Those who oppose me meet Hades. Das wird ihn wieder gar nicht freuen, den Fokus, aber es hilft halt einfach nicht. Ja, wir brauchen dafür Belagerungsmaschinen, das kommt noch dazu. Engage the enemy! Das wird jetzt, wir müssen uns erstmal von den ganzen Schlägen, die wir jetzt kassiert haben, erholen. I know my duty. By the numbers. Bring them down. Great deeds await. Einkommen durch Plündern 0. Warum sollte ich dann plündern, wenn es da nichts zu holen gibt? Annihilate them. Show no fear. Soll ich da jetzt meinen ganzen Frust reinhauen und den direkt wieder weghauen? Show your metal. Ich sehe jetzt da gerade keinen Zwang dazu. Da Melanipos sowieso nur aufs Verteidigen ausgelegt ist. Wo ich eher Zwang dazu sehe, ist uns... Stopp. Holz und sowas zu beschaffen. Fleckra. I'm sure Odysseus has plenty to say of service to us both. Ich brauche richtig... Nee, 6000 kriegst du sicher nicht von uns. Aber 2000. Weißt was? Und du kriegst sogar noch 12.000 Nahrung obendrauf. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Machen wir 8.000. Oder gehen wir auf 6.000. Gut, das war jetzt ein bisschen wenig. So. It is good to talk with one who does not act in haste. Moment, gehen wir mal auf Steine. Steine und dann lege ich noch ein bisschen Bronze drauf, oder? Frech. Ev.
Passt. Phokos. Passt. Agenon. Victory. Passt. Melanippos. Wart nochmal eine Runde. Amphidamas. Kann weiterhin keine Einheiten ausbilden. Können wir noch ein Gebet hochschießen? Nein, können wir nicht. Nur eins pro Runde. Und nächste Runde ist Zeus dran. Courage. Du kannst nicht ausbilden, ja. Du bildest aus, du bildest aus. Unsere halben... Die Hälfte unserer Agenten ist tot. Gut. Da könnten wir Stein abbauen. Tempel des Zeus macht gar keinen Sinn. Wie lange dauert der? Zwei Runden. Viel Bronze, ja auch ein bisschen Stein, aber okay. Wo war denn Holz hier? Oh krass, bauen wir jetzt aus. Spinnst du? Hier kommt die Zyklopenhöhle hin. Okay. Okay. Was ist das für eine... Es ist eine Hafenstadt. Es ist Bronze. Flegra möchte den Nicht-Angriffspakt, aber... Sind wir da wieder weit entfernt davon? Ich check's nicht. Ah, nächste Runde müssen wir erst wieder beten. Da zählt es wieder nicht. Warte auf Zeichen. Passt, passt. Ein Gebet, Alter. Was ist denn das für ein Zustand hier? So. Ich muss dran denken. Ich glaube, bis Viertel nach, oder müssen wir dann zocken? Also ich glaube, wir haben 12 Minuten oder 13 Minuten überzogen. Nee, nicht Viertel nach, sondern ich muss halt dann... Vergesst's. Vergesst es. Ich. Was? Warum kriegt denn der keine Unterstützung? Regroup. Hä? Warum kriegt er denn jetzt keine Unterstützung? Sag mal, was ist das Problem von dem Game? Was hat er denn jetzt gemacht? Oh, Aeneas. Willst... Nee. Also, es wird ja jetzt immer behinderter. Es wird immer behinderter. Was war denn jetzt gerade das Problem von dem, dass der die... Warum kriegt der keine Verstärkung? Hatte der irgendeine spezielle Stellung? Wie kann man mir denn so massiv auf den Sack gehen? Also wirklich, wie kann man mich denn so nerven? Ich freue mich wirklich immer hart auf Total War Saga Troy.
Aber an manchen Stellen, da fragt man sich schon, was eigentlich das Problem von dem, also warum einen das Spiel so hasst. Woher dieser Hass kommt. Ne, Freunde? Das heißt, wir geben die Stellung im Norden auf und greifen Aeneas und seinen Rotbäckchensaft trinkenden Komparsen an, ne? Das ist der Plan. Alles auf eine, komm. Der Feind bekommt Verstärkung. Ich hasse diese Trojaner mittlerweile. Ich bin kurz davor, einen Helden zu engagieren, der die Trojaner auch hasst. Einfach, um meinen Hass auf sie übertragen zu können. Geht einfach voll drauf. Geht einfach voll drauf, okay? Einfach volle Möhre rein. Wenn das Spiel jetzt nur 20 Sekunden dauert, dann ist es halt so. Geht einfach voll drauf. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Es gibt keine versteckten Einheiten. Was macht ihr? Eure Krieger verlieren den Mut. Es sind 300 in der Unterzahl, wahrscheinlich sogar 3000. Natürlich verlieren sie den Mut, du Hitzkopf, du Blöder. Hitzkopf ist keine Beleidigung, du Bumskopf. Ist auch keine Beleidigung. Mir fällt nicht mal mehr eine Beleidigung ein. Boah, Statthalter willst du da im Norden gerade auch nicht sein, ne? Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Und dafür Ladezeit verschwenden. So eine Scheiße. Ohne Scheiß, wirklich. Gut, also Aeneas. Wir werden unsere Schwerter erhitzen und mit diesen glühenden Schwertern deine Brust in den Raum ausräumen. Das wird jetzt dann passieren. Wir bereiten uns drauf vor. Wir müssen noch Lagerfeuer machen. Dann kommen wir mit deinem hier runter. Schönes Schild. Schönes Schild. Er nimmt's nicht mal ein. Der Aubschaum will's einfach nur plündern. Hector, du hast schon schmutzige Anführer, ne? Also so richtig schmutzig. Wo will er eigentlich hin? Er plündert sich hier durch die Gegend. Wo will er hin? Nächste Runde brauchen wir fast gar nicht ins Verhandlungstab schauen, weil Zeus ja auch wieder keinen Bock auf uns hat und kein Gebet duldet. Mal sehen, was Sparta. Sparta beschäftigt sich ja jetzt mit unserem Lieblingsgegner, den Lykiern.
Okay, er will mit 3 Armeen anrücken. Fast 50 Einheiten, 49 genau. Das hat er jetzt nicht verloren gerade. Es bringt ja auch nichts, sich aufzuregen. Es hilft ja nichts. Dadurch kommen wir ja nicht weiter. An manchen Stellen würde ich es gerne einfach kapieren, aber ich glaube, dass der Zug abgefahren ist. Ich glaube, das mit dem Kapieren wird nichts mehr. Die stört auch niemand, ne? Hier in der Mitte. Die paar Flagonier, die stört niemand, ne. Die können da weiter ihren Scheißdreck machen, ne. Passt, gut. Oh, okay. Das führt strategische Elian. Macht Agentenaktionen gegen uns, schön. Schön. Was ist euer Auftrag? Was habt ihr vor? Wir sind jetzt auf eine unbewohnbare Insel gefahren, okay? Das kann echt verstehen, wer will. Und irgendwie bedroht oder verarscht fühlt sich da auch niemand. Wäre schon fast wieder aufs Kabel gefahren. Nein. Ach so, das war Fleckreich. Ich dachte im ersten Moment, das wäre Ding gewesen, Hector. Fokus, Motivation, kritisch. Yo, mein Freund, ich weiß. Poseidon hat das Gebet erhört. Gott sei Dank. Kultstufe bei Hephaistos, das ist gesunken. Ich meine, Aktivität, Siedlung ausgeraubt. Berger. Ich weiß, ich hab's mitbekommen. Plündern. Ja, lauter schöne Sachen. Nur gute Nachrichten. Nur gute Nachrichten. So. Vielleicht eine Niederlage. Trotzdem haben sie uns die Region überlassen. Königliche Werkstatt, königliches Waffenlager, kunstfertiger Goldschmied, Tempel des Hephaistos, Grund, Odysseus Palast, königliche Werkstatt und die Kampfgrube der Riesen. Viele rekrutierte neue Einheiten, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schauen wir mal. Test. Find my dubious skills of use. Töte den mal. Er hat es einfach verdient. Das ist jetzt nicht besonders sinnvoll oder so, aber er hat es einfach verdient zu sterben. Okay. Ne, das machen wir nicht. Wenn, dann traditionelle Rüstung schmied. Die Waren sind schon schwer, aber Handwerkskunst wie diese lässt sich nicht leugnen. Wenn, dann diese. Drakomachos, du bist im Norden unterwegs. They won't feel a thing. This is disappointing. 74%. When the gods speak, the wise listen. This is impossible. The gods 74% für nichts. I know my duty.
Get at them! In Ares' service. Hol dir mal ihn. Ja. Schlachten wir den doch mal nach Strich und Faden ab, den Antenor. Für seine Frechheit. So. Die Garnison halten wir zurück, die ist eh total im Eimer. Dann schauen wir mal, was wir mit dem Ares machen. Ich hoffe bloß, dass Phokos die Stellung allein halten kann. Vielleicht hätte ich jetzt erstmal gucken sollen. Naja, egal, jetzt ist es ist passiert. Den Göttern sei Dank. Verstärkung! Aber es ist eine tolle Möglichkeit, die man da hat. Auf neues Wetter zu warten. Es ist sinnvoll. So. Du brauchst dich gar nicht verstecken. Du sitzt wahrscheinlich hier in diesen Wäldern drin. Aha! Schau mal, wer da ist. Stell dich mal hier drüben hin. Versteckten Einheiten entdeckt. Wo ist die dritte Einheit? Da. Jetzt lass mich doch einfach die auswählen, oder du? Nicht aufhören. Aristie, nach 10 Sekunden Kampf, das ist so ein Witz. Es ist so ein Witz. Es ist so ein schlechter Scherz. Es ist so ein billiger Scheiß-Joke. Ohne Witz. Da so. Euer Held wird angegriffen. Nach so kurzer Zeit, in Unterzahl, in vollkommener, im Alleindasein. Ihm jetzt die Aristie zu schenken, das ist doch scheiße, sowas. Flesh by Athena! Your name Masters of War! Enough talk! Ihr tötet mir die. Feindlicher Held wurde verwundet. No mercy! Alle. Alle. Wirklich alle. Komm.
Wunderbar. Alle tot. 181 gestorben. Ein Verlust. Passt. Da kriegt er nach... Wie lange hat der Kampf gedauert? 3,5 Minuten. Wie lange haben wir vorher gebraucht bei der Verteidigung, bei dieser entscheidenden Verteidigung von Leukos, die viel, die extrem viel für den Krieg im Süden gebracht hätte? Wann haben wir da Aristie bekommen? Wie lange hat der Typ kämpfen müssen, um Aristie zu kriegen? Es ist einfach nur ein Scherz. Immerhin gewonnen. Leichte Überzahl gehabt. Als nächstes holen wir jetzt den Paris, den zweiten Vollposten. Moment. So, Entschuldigung. Schauen wir mal. Das mag er nicht. Gut. I improve. Dieser Charakter verfügt über außergewöhnlichen persönlichen Mut, der als Vorbild für seine Kameraden dient. Schön. A seasoned warrior. Ich glaube, der hat sich einen ganz guten Respekt verschafft. Haben wir viele Schwerteinheiten? Doch, das lohnt sich. Gut, dann bitte wieder zurück und deinen Freund unterstützen hier drüben. Am nächsten Runde verlieren die sowieso Einheiten und dann denke ich, können wir relativ bald einmarschieren. Odysseus. Shining Odysseus. Get at them. In Annihilate. Melanipos, die verrecken ab nächster Runde, deswegen musst du die noch ein bisschen belagern, ne? Mach dir da keinen zu großen Stress. Eine Runde wartet er noch. Eine noch. Auch wenn seine Motivation kritisch ist. Eine wartet er noch. So, Amphidamos. We will claim victory. In Ares' name. Sharp of mind. Glory beckons. On the way. Unfortunately, not possible. Römische Verteidiger, ein paar Milizkriegsbanden, berühmte Boten. Awaiting commands. By my wits. Fighting for Ares. Hier, gönn dir mal. I will do so. Da. Ein paar Zentaurenspeer, oder? Kriegst du auch mal ein paar Einheiten mehr. Cut them down. 50-50. Naja, gut. Ab und zu musste ein gewisses Risiko eingehen. Zeig mir nochmal seine Einheiten. Schwere Einheiten hat der trojanische Verteidiger. Die sind sehr langsam. Dann noch schwere trojanische Speerträger. Das wären die heftigsten. Die Milizkriegsbanden sind weggehauen. So schnell kann er gar nicht gucken. Dann noch schwere Speerträger. Also die fünf wären ein Problem. Die Zentauren-Einheiten halte ich nicht für so schwer. Dafür hat er noch ein paar Bogenschützen, die gefährlich werden könnten. Die müssen wir schnell ausnocken. Es ist ein Waldgebiet. Wir können auch Hinterhalte legen. Hinterhalte, nicht Hinterhalte.
Schauen wir, dass wir das so am besten hinbekommen. Der Zyklop wird eine wichtige Rolle bei uns spielen. Unsere Reiterei wird eine richtige Rolle spielen. Und Nahkampf wird ein spannendes Ding. So. Aufstellung starten. Trocken ist gut. So, gib mir... So eine kleine Kuppe, die könnte man ausnutzen. So, mit der Reiterei will ich sie so ein bisschen ablenken von uns. Let's go. So, wird kein unspannendes Ding jetzt hier. Mal gucken. Es ist aber schon sehr frech, dass die Mia angezeigt werden, oder? Geht auf sie. Los. Oh, Scheiße. Oh nein. Oh nein. Krieger verlieren den Mut. Ja, das sind unsere schwächsten Einheiten. Nicht wundern. Hell, ihr müsst die Fernkämpfe ausschalten, Freunde. Eure Krieger sammeln sich. Ja, dann zurück in die Schlacht. Der Sieg ist zum Greifen nah. Das hat ja schon wieder gar nichts gebracht, Junge. Das hat schon wieder gar nichts gebracht. So. Jagt mir die mal bis in den Abgrund. So, wichtig, dass seine Bogenschützen weg sind. Er hat nämlich nicht... Er hatte nicht so viel Schutz. Aber die waren schon... Die waren gut dabei. Ja,
dadurch, dass er schon mal geflohen ist, müsste er eigentlich auch komplett ausgenockt sein, wenn wir mit ihm fertig sind. Eure Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. So, greift die doch mal von hinten an hier, oder? Komm, Paris. Gib auf. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Gib auf, du machst dich nicht glücklich, du machst deine Einheiten nicht glücklich. Lass es. Nee, bleib mal zurück. Wo sind unsere? Hier. Angriff, der reitet die ganze Zeit weg. Wo sind die zweiten? Ah. Auf geht's. Er gibt auf. Er gibt auf. Yes. Wichtiger Sieg. Wichtiger Sieg. Damit ist Paris auf jeden Fall dort im Norden weg. Aeneas ist jetzt noch da, dann ist noch die plünderte kleine Armee da. Und bin ich jetzt draufgefahren. Muss echt mit dem Kabel aufpassen. Meine Güte. Aber dass Paris weg ist, der kleine Drecksack da mit seinem komischen Golddiadem, das reicht mir vollkommen. Wir haben auch keine Einheit verloren. Das, wenn, also, nee, die haben wir nicht verloren. Würde auch dastehen. Okay. Ja, Paris, da sieht man mal, wer der stärkere Feldherr ist, ne? Zwei Bogenschützen gegeneinander? Was sagst du halt? Da ziehst du halt den kürzeren. Ganz gleich auf deiner goldenen Trage nach Troja zurückgebracht werden und da wartest du dann schön, bis wir deine Stadt vernichten und einreißen. Er ist geflohen. Er ist so ein Feigling. Er ist einfach geflohen. Move up. Hat Ares besiegt. Am Ende werdet ihr von allen euren Sünden eingeholt. Ein epischer Held hat einen anderen Kampf, bezwungen. Axt des Erisichdon. Diese Waffe ist viel mehr als eine einfache Holzfällaxt. Gebt acht, wen ihr mit ihr tötet, denn Demeter hat sicher ein Auge auf euch. Odysseus of Ithaca. Ja, straight weiterziehen, mein Freund. Engage the foe. Go at them. Mann, nicht, Junge. Einfach einkreisen reicht vollkommen. Spill some blood. Aber zeig mir mal kurz die... Nee, nee. Wie schaut's mit dir aus, Phokos? Bist du glücklich? Ja, du bist glücklich. Agenon. Ich denke, du siehst auch glücklich aus. Ja, Melanipos, du könntest doch mal ein bisschen etwas Stärkeres vertragen, oder? Eigentlich auch nicht. I pledge my loyalty. Amphidamas, gönn du dir doch mal was Schönes. Und du, mein Freund, kannst dir den Speer nehmen. Schön. So, hier unten ist alles erledigt. Odysseus belagert. Phokos belagert. Agenon belagert. Melanipos belagert. Amphidamas rekrutiert. Das ist auch mal eine gute Nachricht, dass Amphidamas rekrutiert. Jetzt gehen wir, glaube ich, zu den unteren Armeen. So,
Ship docked. All in good time. As you say. Sehr schön. We will go down in history. Ja, das werden wir. Was haben wir hier? Riesenstreiter. Das sind die Keulenkrieger. Sehr gut. Dann, oh Gott, da müssen wir noch einiges ausbilden. Oh krass, ja, da müssen wir wirklich noch einiges ausbilden. Mach mal zwei von denen. Okay, Moment. Wir brauchen Gold. Und das ist jetzt genau, wo das Gebiet weg ist. Super. Okay, erstmal 65 Gold. Ne, da spare ich lieber eine Runde. Hero Material. Wen bildest denn du aus? I'll prove myself. Aber warum denn? You can rely on me. Zählt es als komplette Region? Your path to victory. Who's looking for a fight? Tatsache. Okay, dann du, mein Freund. Auf jeden Fall die hier. Und die. Gut, viel gehandelt wird diesmal nicht. I can hardly wait. Siedlungsverbesserung verfügbar in Saos. Ja, aber bitte. Ja, aber bitte, meine Freunde. Sarkadien, Lemnos, Makedonien. Das sieht alles gut aus. Hier ist nicht mehr. Wir müssen bis nächste Runde warten, bis das mit dem Zeus wieder hin klappt. Dann können wir auch wieder vernünftig verhandeln. Ja. Ich sag mal so. Wir könnten nächste Runde richtig geil starten mit vielen Kämpfen und vielen Eroberungen. Wir werden nächste Runde auf jeden Fall, also, es durchlaufen lassen, das ist klar. Und dann werden wir tatsächlich einige Kämpfe tätigen. Überlegen, ob ich sogar mit, also Amphidamas dann alleine da hochschicke nach Esyme. Dann könnten wir hier eins. Ist doch ein bisschen kritisch. Hold nothing back. Bring chaos. Es war schon wieder mit einem gewissen Risiko verbunden, aber okay. Wir schauen mal, was daraus wird. Er ist in Marschstellung. Wir warten einfach mal. Aber das könnte eine richtig gute Runde werden. Und dann müssen wir halt schauen, was wir mit denen hier machen. Mit den Mygdoniern und mit Flegra. Theoretisch haben wir keine Bündnisse mit denen. Und wir wissen ja, hier ist Helena. Ich weiß noch nicht, was die bringen. Hier sind übrigens auch 4 Städte am Wasser. Einmal Nahrung, zweimal Nahrung, einmal Bronze, Stein. Das ist, darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Hier fehlen noch 2, okay.
das passt hier. Gut. Nee, Freunde. Es passt. Wir haben Rückschläge erlitten. Besonders im Süden haben wir wieder Rückschläge erlitten. Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns in Rhodos neu befestigen mit vielen Einheiten. Was uns einiges kosten wird, aber gut, so ist es nun mal. Dann werden wir einen weiteren Angriff starten. Diesmal erst war eine Armee, glaube ich. Dann waren es zwei. Dann sind es drei. Vielleicht holen wir sogar noch eine vierte Armee dazu, wenn sich Leukos wiederholt hat. Und im Norden sieht es eigentlich ganz gut aus, soweit. Würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen freue ich mich extrem aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bleibt mir bis dahin gesund. Haut rein. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.